Ja, ich werde mir heute zum ersten Mal Botox spritzen lassen. Mal ein ganz neues Erlebnis für mich. Mal schauen, wie es wird. Ich habe relativ tiefe Falten auf der Stirn und ich wurde schon oft darauf angesprochen, mir wurde gesagt, ich müsste mal was dagegen unternehmen, damit ich mit Mitte 30 nicht schon 20 Jahre älter aussehe. Ich wurde von mehreren Bekannten und Fotografen auch angesprochen, die mir gesagt haben, naja, heutzutage ist es ja gängig und du könntest ja mal ausprobieren, lass dir ein bisschen Botox spritzen, dann sind die Falten auf der Stirn nicht so tief, das sieht auch schöner aus und es wird auch im Alter immer schlimmer. Solltest man langsam was dagegen unternehmen? Und das habe ich, glaube ich, über 3 Jahre jetzt gehört. Es wird jetzt Botulinumtoxin eingespritzt zur Entspannung der Stirnmuskulatur. In 2 Tagen beginnt die Wirkung und die Wirkung entfaltet sich im Verlauf von 10 Tagen. Nach 10 bis 14 Tagen haben wir Endresultat. Jetzt wird das Gesicht markiert, also werden auch Markierungen gemacht für die Filler-Unterspritzung, also sprich in diesem Fall nehmen wir Hyaluronsäure zum Auffüllen von Gesichtspartien, wo Volumendefizit schon vorliegt. Das Fettgewebe und Knochensubstanz, das wird ab 25. Lebensjahr langsam abgebaut. Das heißt, haben wir gewisse Leere hier unterhalb von den Augen. Das müssen wir auffüllen. Vor allem, das ist entscheidend. Ne? Wie lange dauert es jetzt, bis die Schwellung nachlässt? Morgen kann sein, dass es ein bisschen so geschwollen ist wie nach einer durchgefeierten Nacht. Das ist nicht so dramatisch. Aber die Bündchen und so weiter, diese Marienkäferloch ist nach einem Tag weg. Es war ungewohnt. Es war jetzt erstmal, dass ich Spritzen in meinem Gesicht irgendwie hatte. Und ich habe ehrlich gesagt auch die Augen zugemacht, weil das war natürlich gruselig, als die Spritzen direkt auf meine Augen zukamen. Aber es war nicht wirklich schlimm. Es hat nicht wehgetan. Es war ein unangenehmes Gefühl. Gerade bei Botox eigentlich nicht. Da hat man es gar nicht gemerkt. Bei dem Hyaluron, weil es so ein Druck eben hat. Druckgefühl, ja klar. In den Körper eingespritzt. Ja, absolut richtig. Das ist echt wirklich völlig machbar. Und ich bin gespannt auf die tollen Ergebnisse jetzt.